So, jetzt schauen wir mal, wie das geworden ist. Wir haben ja die Hohlraumversiegelung und den Unterbodenschutz für unser Gustl machen lassen und alle Details dazu nach dem Intro. So, da sind wir zurück. Ja, und wie wir euch ja schon im letzten Video angekündigt haben, haben wir für unseren Gustl einen Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung. So ist korrekt. Ja, machen lassen. Aber alles, was jetzt da dazugehört, diese ganze technische Details, das erzählt euch lieber der Helle, der kann das nämlich viel besser als ich. Also jeder von euch hat ja schon gehört von Hohlraumversiegelung und von Unterbodenschutz. Früher ist es oftmals bei Neufahrzeugen gleich vom Werk aus gemacht worden, was heute offensichtlich wohl nicht mehr passiert. Die Funktion von dem Ganzen ist, dass der Sauerstoff vom Blech weggehalten wird und das hat zur Folge, dass das versiegelt ist und somit können diese versiegelten oder geschützten Teile nicht mehr rosten. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Unser Gustl ist 6 Jahre alt. Eigentlich haben wir uns sagen lassen, für ein 6 Jahre altes Fahrzeug ist es schon sehr spät. Der sollte vorher aufgetragen werden. Am besten gleich, wenn man das Fahrzeug ausgeliefert bekommt, gleich zum Karosseriefachbetrieb fahren, der für Wohnmobile, der Wohnmobile versiegeln kann. Das muss man dazu sagen, das kann nämlich nicht jede Firma. Und da kann man das gleich machen lassen. Aber spätestens nach 2 bis 4 Jahren, wenn man das Wohnmobil gefahren hat, sollte man das mal machen lassen. Der Rost wird erstmal entfernt, der bis dahin schon angefallen ist, durch Feuchtigkeit natürlich. Vor allen Dingen, ich habe mir sagen lassen, das Schlimmste, was man Wohnmobil antun kann, ist, wenn man das auf einer Wiese für längere Zeit abstellt, weil die Feuchtigkeit dann unten hochzieht und der Rost somit freien Lauf hat. Wenn es dann wenigstens ab und zu bewegt wird, dann wird die Feuchtigkeit auch mal wieder weggeblasen. Aber für längere Zeit das Wohnmobil auf einer Wiese stehen lassen, das ist das Tödlichste, was man seinem Fahrzeug von der Karosserie her antun kann. Ja, und das ist ja hauptsächlich dann, wenn im Winter das Fahrzeug überwintert wird, da steht es dann oft öfters mal auf einer Wiese, die im Winter natürlich feucht ist. Ja, und die Feuchtigkeit zieht ja dann dauernd ein, weil es im Prinzip nicht mehr trocken wird, kommt ja keine Sonne unten hin, was das wieder trocknet. Also, es wird dann, wenn man das beim Karosseriefachbetrieb abgibt, dann wird das Ganze sauber, die Roststellen sauber entfernt, die werden angeschliffen, es wird ein Rostschutz aufgetragen und beim Wohnmobil nehmen die meisten ein transparentes Material, sonst wird es oftmals ein schwarzes Material sein. Und ja, das Ganze haben wir machen lassen. Der Rost wird auf die Art und Weise gestoppt, eben weil kein Sauerstoff mehr hinkommt. Und jetzt wollen wir euch die einzelnen Arbeitsschritte mal aufzählen und auch bildlich darstellen. Denn das Ganze ist so, dass das nicht in einem Tag gemacht werden kann. Das fängt an, dass erstmal das Fahrzeug, wir sind bei Regen dahin gefahren, das Fahrzeug muss dann erstmal in eine Halle zum Abtrocknen gestellt werden, denn das Fahrzeug muss komplett trocken sein. Und dann hat dieser ganze Vorgang eine Woche gedauert, bis wir unseren Gustl wieder abholen konnten. Und welche einzelnen Arbeitsschritte da durchgeführt wurden, das zeigen wir euch jetzt gleich. Also, verschiedene Arbeitsgänge sind notwendig, damit das Fahrzeug ordentlich versiegelt ist. So wurde uns das alles gesagt und so haben wir auch das Bildmaterial bekommen. Ich bedanke mich übrigens beim Herrn Schäfer von der Firma Brixner, der uns die Bilder immer wieder per E-Mail zugeschickt hat und so konnten wir ein bisschen unseren Gustl bei der Bearbeitung begleiten. Als erstes wird das Wohnmobil trockengelegt, das habe ich ja schon gesagt. Da kommt es in eine Halle und über Nacht trocknet es ab, denn sonst hält vermutlich das Material nicht. Und dann wird das Fahrzeug hochgefahren, damit man von unten eine Sichtkontrolle durchführen kann, wo die Rostschäden sind. Also man muss den Status ermitteln und Teile, die nicht versiegelt werden dürfen bzw. sollen, die müssen abgeklebt werden. Also von dem Versiegelungszeug soll ja nichts an der Karosserie bleiben, deswegen wird die Karosserie komplett abgeklebt. Und auch Teile wie zum Beispiel der Gastank, die Elektrokabel, Auspuff, das
kann und darf alles nicht versiegelt werden und wird deswegen ebenfalls abgeklebt. Am Schluss ist das ganze Womo eigentlich eingepackt und es sind nur die Teile übrig, auf die die Masse aufgetragen werden soll. Und bevor die Masse aufgetragen wird, müssen die Rostflecken angeschliffen werden. Die werden grundiert und dann wird ein Rostschutz aufgetragen. Und nachdem dann wieder alles entsprechend eingewirkt hat und wieder trocken ist, dann kommt die Versiegelung drauf. Wir haben die Kenntnis bekommen, dass bei der Firma, bei der wir es haben machen lassen, ein Klarlack verwendet wird. Ansonsten bei manchen ist es auch schwarz. Ich glaube, das heißt nicht Klarlack. Klarversiegelung oder ja, transparent, glaube ich. Transparent, oder, ja. Genau. Ja. Die Ossi hat aufpasst, ihr seht es. Ja. War dabei. Ja. Ja, und dann, was für uns sehr erfreulich war, dann gab es noch am Schluss eine komplette Fahrzeugreinigung. Wir haben das Ganze machen lassen bei der Firma Brixner in Ilsfeld. Ja, Baden-Württemberg. Genau, bei Heilbronn oder zwischen Heilbronn und Stuttgart. Ja, also mehr bei Heilbronn. Das Ganze hat eine Woche gedauert und es hat geheißen, dass das auch notwendig ist, eben weil die einzelnen Arbeitsschritte immer... Ja, zum Trockner, Wirken oder sonstiges halt, ja. Wir sind eigentlich zufrieden mit dem, wie wir das Ganze terminlich vereinbaren konnten. Und wir haben von der Firma Brixner einen sehr guten Eindruck bekommen. Die Firma Brixner ist ein absoluter Fachbetrieb, was solche Arbeiten angeht. Es stehen viele Lastkraftwagen rum, die hier komplett repariert werden. Auch Ausbauten, unsere Expeditionsfahrzeuge richtig, waren ja also, auch da. Und also alles Mögliche. Das ist ein richtiger Fachbetrieb. Ja, also die Expeditionsfahrzeuge haben wir da gefunden. Oldtimer haben wir gesehen. Wunderschöne Fahrzeuge. Ja, wer Oldtimer mag. Ja. Ich bin ja mehr fürs Moderne. Ja, die Ossi mag Oldtimer. Aber sie restaurieren eben auch Oldtimer. Haben also auch, was diesen Karosseriebau angeht, die bauen sie auch komplett auf. Mhm. Ja. Ja. Haben da auch sehr viel Erfahrung. Und vor allen Dingen können sie auch Wohnmobile reparieren. Den Unfall, den wir in Frankreich gehabt haben, wo die Front beschädigt gewesen ist, da wurde ja bei uns die gesamte Vorderfront ausgetauscht. Das komplette Teil bis zum Dach wurde ja abgenommen und ausgetauscht, hat auch der Gutachter so gesagt. Also da hat es geheißen, GFK ansetzen, ausschneiden und ansetzen, das funktioniert nicht. Die Firma Brixner sagt, das funktioniert sehr gut und wie so ist die Dinge, da stand gerade ein Hümer, der hatte einen ähnlichen Schaden wie wir und bei dem ist nur ein kleiner GFK-Teil ersetzt worden und da sieht man null Unterschied und laut dem Herrn Schäfer, dem Geschäftsführer von der Firma Brixner, sollte es auch genauso halten, wie wenn man die gesamte Front austauscht. Jetzt bei einer Front austauschen, das ist jetzt eine Sache, die vielleicht ja sogar vorteilhaft ist, weil es wird alles nochmal fester abgedichtet, so hat uns das die Firma Hümer erklärt. Aber es ist natürlich auch eine Riesenkostensache. Dann gibt es auch noch zur Firma Brixner zu sagen, was die Seitenverkleidung angeht. Wir haben ja noch den zweiten Schaden letztes Jahr gehabt, den uns die Fiat-Werkstatt reingefahren hat. Und da hat es auch schon geheißen, es könnte sein, dass die ganze Seitenwand ausgetauscht werden muss, weil wir haben ja außen eine Alubeschichtung. Und da hat die Firma Hümer schon gesagt, es kann nicht jeder Karosseriebetrieb einen Aluschaden, der eingedrückt ist, wieder reparieren. Aber es wurde dann jemand gefunden, der das konnte. Und das kann die Firma Brixner auch. Er hat uns gesagt, also egal, ob das GFK ist oder Alu, was eingedrückt ist, sie können das reparieren. So viel jetzt dazu. Kosten waren das also zwischen 1400 und 1800 Euro, muss man rechnen. Es geht auch noch, auch die Fahrzeuglänge spielt bei der Kosten eine. Richtig, für je länger, desto teurer. Ja, für unser Fahrzeug, was unter 8 Meter ist, ja.
Und dann haben wir uns sagen lassen, dass wenn man ein Neufahrzeug abliefert, dass es dann natürlich um einiges günstiger wird, weil das muss nicht grundiert werden, das wird einfach Ja, da muss nicht so viel entrostet werden. Es sollte nach Möglichkeit direkt nach der Auslieferung gemacht werden. Da ist es am besten. Und alle 2 bis 4 Jahre soll man es dann halt einmal kontrollieren lassen. Richtig, So ist es. aber die Beschichtung hält dauerhaft, Ja, ja. es sollte im Normalfall dauerhaft halten, aber Kontrolle ist manchmal vielleicht ganz gut. Ja, man kann ja mal irgendwo hängen bleiben an einem Stein oder an einem Eben, Stock und genau. dann kann da unten der Rost Dann drunter sein. wird es wieder kaputt gemacht oder irgendwie. Ja. So, So. also, das war jetzt das Wesentliche. Wir hoffen, das war ein bisschen informativ für euch. Wie gesagt, wir sind keine Experten. Wir haben nur das wiedergegeben, was wir uns sagen haben lassen. Und wir können das auch nicht bewerten. Wir haben es jetzt machen lassen. Schaden ist es sicherlich keiner verguselt. Wir denken, dass es eine gute Sache ist. Jawohl. Macht euch selbst kundig. Und wenn ihr an der gleichen Stelle das machen lassen wollt, wie es wir haben machen lassen, dann ruft den Herrn Schäfer an von der Firma Brixner. Der gibt euch alle Auskünfte. Der macht euch ein Angebot. Und die Kosten treten dann auch so ein paar 100, 200 € mehr oder weniger. Ja, das ist ja dann, Je nachdem, wie eben ja. das Fahrzeug in welchem Zustand es ist. Genau, und ansonsten gibt es vielleicht auch noch eine Fachfirma bei euch in der Nähe. Genau. Also, ich denke, das ist jetzt alles gesagt, oder? Wenn die Ursi das sagt, dann ist es so. Auf deinem schlauen Zettel steht auch nichts mehr. Nein. Also, dann danke mal der Firma nochmal, dass sie uns auch die Bilder zur Verfügung gestellt haben. Und ja, dann sagen wir jetzt einfach Tschüss, Und das bis. nächste Mal, wenn wir uns melden, dann sind wir schon unterwegs Richtung Süden. Ja, genau. Also, das war Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung. Unser nächster Auftritt erfolgt dann auf der Fahrt nach. Nach Italien. Genau. Tschüss, Ciao. bis dann. Tschüss. Tschüss. Zum Schluss zeigen wir euch noch ein paar Eindrücke aus den Hallen und dem Gelände der Firma Brixner, damit ihr euch hier auch ein Bild machen könnt. Die Kontaktdaten blenden wir unterhalb des Videos in der Infobox ein. Wir danken fürs Zuschauen und nochmals Tschüss.